Man hat das Anfang der Saison nicht erhoffen können, dass wir so gut diese Saison mitspielen, weil wir sind drei Jahrgänge, sind natürlich, wenn man gegen 97er spielt und man hat 99er in der Mannschaft, ist der Körpereinsatz oder die Körperstärke ziemlich hoch. Aber die Spieler haben sich alle durchgebissen und das gezeigt, was sie können. Erste Halbzeit war ganz gut, aber man hat heute gesehen, dass Eidelstedt noch was machen konnte. Den Staffelsieg, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und das hat man gesehen. In der ersten Halbzeit lief das Spiel noch ganz gut, wo wir Fußball gespielt haben. Platz kam Eidelstedt sicherlich entgegen. Ist nicht so unsere Sache, klein, grand. Aber erste Halbzeit fand ich ganz gut. Zweite Halbzeit zwei, drei glückliche oder unglückliche Entscheidungen vom Schiedsrichter dadurch. Ist das denn so hoch ausgegangen, weil meine dann auch den Kopf haben senken lassen. Sehr stolz. Das Team ist von Spiel zu Spiel immer weiter zusammengewachsen. Wir können ganz stolz auf unsere Leistung sein. Gerade das letzte Spiel gegen Borstelbeck hatten wir alle noch mal richtig Spaß. Und jetzt ist es schade, dass viele weggehen, aber wir werden definitiv weiterhin noch viel Spaß mit dieser Mannschaft haben.